klein a, berechne den Impuls von Asterix und den Impuls von Obelix, wenn sie gleich schnell mit einer Geschwindigkeit von 18 km pro Stunde laufen und ihre Massen jeweils 45 kg und 140 kg betragen. Klein b, mit welcher Geschwindigkeit müsste Asterix laufen, damit beide Impulse gleich wären? Zuerst die Angaben. Die gemeinsame Geschwindigkeit beträgt 18 km pro Stunde, also 18.000 Meter pro 3.600 Sekunden, und das ergibt 5 Meter pro Sekunde. Die Masse von Asterix beträgt 45 Kilogramm und die Masse von Obelix beträgt 140 Kilogramm. In klein a suchen wir den Impuls von Asterix, P-Index A, und den Impuls von Obelix, P-Index O. Wir werden beide Impulse in Newton-Sekunden ausdrücken. Und um diese Impulse herauszufinden, nutzen wir die Formel P gleich M mal V. Zuerst für Asterix. P-Index A gleich M-Index A mal V. Wir ersetzen M-Index A durch 45 und V durch 5. Und somit finden wir als Impuls von Asterix 225 Newton-Sekunden. Jetzt dasselbe für Obelix. Wir ersetzen M-Index O durch 140 und V durch 5. Somit ergibt sich als Impuls von Obelix 700 Newton-Sekunden. In klein b suchen wir die Geschwindigkeit VA von Asterix so, dass beide Impulse gleich sind. Wir drücken diese Geschwindigkeit in Meter pro Sekunde aus. Der Impuls von Asterix ist gleich zum Impuls von Obelix, dann und genau dann, wenn die Masse von Asterix mal die Geschwindigkeit von Asterix, die wir suchen, gleich ist zum Impuls von Obelix. Also V-Index A ist gleich P-Index O geteilt durch M-Index A. Wir ersetzen P-Index O durch 700 und M-Index A durch 45. Und somit ergibt sich als Geschwindigkeit von Asterix ungefähr 15,56 Meter pro Sekunde.